Internet und YouTube, wir sind zurück in Brasil. Und zwar hat Mark hier wieder irgendwas versaut, aber ich habe keinen Marker. Das bedeutet, ich muss es wohl so herausfinden. Zur Kämpfergilde geht's wohin? Ich hab's vergessen. Perfekt. Ich wusste es. Okay, quatschen wir einfach hier mit jemandem. Ich schätze, das wird ja wohl dann richtig sein, oder? Porter. Hast du mich erschreckt? Hallo. Vincent? Einen wunderschönen guten Tag. Maglier? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Versucht es in der Unterkunft, der einsame Freier. Der einsame Freier? Okay. Ich weiß nicht viel über diesen Geist, aber manche sagen, er kam bei einem furchtbaren Schiffsunglück ums Leben. Ich würde ihn meiden. Schlechtes Omen. Er wandelt des Nachts die Bucht von Niben entlang. Mitunter bleibt er stehen und blickt traurig aufs Meer hinaus. Wenn ihr interessiert seid, sucht Gilgondorin in Silberheim am Meer auf. Er ist die beste Informationsquelle für örtliche Legenden in der Stadt. Okay, danke für die Quest. Okay. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Okay, wo ist dieser Hund? Ah, jetzt habe ich einen Pfeil wieder, Halleluja! Ich liebe Pfeile. Rote Pfeile, grüne Pfeile. Hauptsache ist ein Pfeil. Nichts zu essen. Hallo. Hauptsache sieht aus wie ein Pfeil. Das macht mich glücklich. Pfeile machen mich glücklich. So, dieser Bieselkopf. Solange ich keine Trolle und sonstige Dinger mehr bekämpfen muss, ist alles gut. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal mit. So. Oh, seht ihr schon wieder? Ja, was denn? Hab ich nicht... Ihr schon wieder. Ich kann mir vorstellen, weshalb ihr hier seid, Gildenratte. Wow, kann ich ihn? Nicht erfüllt? Ist das alles, worüber ihr reden könnt? Ich gehöre nun zur Dunkelforstrotte. Viel Arbeit, gute Bezahlung und ich muss mich nicht ständig mit Orain herumschlagen. Oh. Ihr habt keine Ehre. Der Auftrag muss vollendet werden. Ihr habt keine Ehre. Aus eurem Mund bedeutet das ziemlich viel. Ihr denkt, ich hätte nicht mitbekommen, dass ihr mich an Orain verraten habt? Upsi. Nun verschwindet hier, bevor mein Freund und ich noch böse werden. Was? Oh, der Schraube locker, der hier. Ich würde ihm keinen Alkohol mehr geben. Hallo. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück, schätze ich. Okay. Gut, Mark. Okay, der Typ ist jetzt so. Kein Freund. Was bedeutet? Ja, wir gehen einfach zurück, oder? Ah, shit. Meine Orientierung. Drüben über die Brücke, meine Güte. Gehen wir zurück zur Camp? Ja, ich schätze schon. Können wir nicht froh sein, dass die weg sind? Dass der Typ weg ist? Ah, shit, wie kam ich denn hierher? Hallo. Ja, ich ging... Mensch! Oh, ich hab vergessen, wo die Gilde ist. Gibt's hier keine Schilder? Seid gegrüßt, Brutto. Okay, ich war hier. Hier. Den Fahnen sei Dank. So. Also. Ein frohes Leben. Ja, du mich auch. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, pass mal auf. Und zwar... Lebt wohl. Ich möchte nicht. Schönen Tag. Ja, du bist uninteressant. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Gerüchten zufolge. Wer ist der Chef hier? Ich hab's vergessen. Second Floor. Vielleicht sollten wir zu dem anderen eigentlich gehen. Hallo? Habt ihr kein Büro hier? Habt ihr kein Büro? Jesus Christ, wer ist hier der Boss?
Oder gehe ich zu Onir zurück? Maybe. Wie ist das Wertebefinden? Ich bin Tadrose Helas, Schmiedin in der Kämpfergilde von Braville und Ausbilderin für Waffenschmiede. Das ist wunderbar. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Ich kann euch ein paar neue Sachen zeigen. Ein Lehrling bin ich hier. Lass gut sein. Ich kann alles reparieren, was ihr kaputt... Das ist nett von dir, dankeschön. Geht dorthin. Ich gehe dorthin. Ja, ja, du kannst mich hier bravieren. Die Kämpfergilde ist so freundlich, mich zu stärken, indem sie mich am inneren Frieden und der spirituellen Harmonie ihrer Kampfkunstübungen teilhaben lässt. Okay. Auf Wiedersehen. Jeder, wie er glaubt, nicht wahr? Okay, dann reisen wir. Wenn ich mir das alles merken würde, wo die Leute sitzen. Ich glaube, hier war doch der Unfreundliche von der Kämpfergilde, richtig? I hope so. Hallo, Mr. Smiley, Mr. Smiley. Wo bist du, grüner Zwerg? Ja? Bist du grün hinter den Ohren? Ah, wo ist denn der Typ? Was mit dir? Zieh dir doch was an! Ja? Lebt wohl! Ja. Sorry fürs Aufwecken, okay? War der nicht hier? Gehen wir in den Tower! Hier war ich noch nie! Jetzt weiß ich auch warum! Hier ist ja auch nichts! Ja, schön. Ist hier kein geheimes Geheimnis? Wie geht es euch? Schlecht! Hier haben wir noch ein paar Räume. Basement. Na, hier wird er nicht sein. Wer schläft hier? Irgendeiner von denen, aber nicht kein wichtiger, ne? Die Sabine ist hier, aber... Ja gut, im Keller, da schlafen nur die... Die Popel! Okay, hier geht's raus. Ach, Jesus Christ. Ich hätte schwören können, der ist hier drinnen, oder? Der unfreundliche Typ? Hier liegt auch immer mein Schild! Vielleicht ist es zu spät, vielleicht pennt er. Kommt er erst später wieder? Okay, dann lasst uns ein bisschen länger warten. Lasst uns hier... Warten! 3, 2, 1... Was ist los? Jetzt! Ich nehme an, ihr habt mit diesem Flegel Maglier gesprochen. Du nimmst richtig, mein Freund. Und zwar... Der Hundesohn. Ja. Wir haben ihn aufgenommen, als kein anderer ihm helfen wollte. Und so dankt er es uns? Ja. Sprecht mit Ariari in Braville. Sie ist unsere Kundin. Erledigt die Aufgabe. Also, sollte das mir gleich gegeben, oder was? Hört auf, mich so anzustarren. Irgendwann, mein Freund, werde ich deinen Platz einnehmen. Das wird wunderschön werden. Dann gebe ich dir einen kleinen Platz irgendwo im Keller. Zum Schlafen. Dort kannst du nachdenken, Kumpel. Nachdenken über deine Unfreundlichkeit. Oh ja. Und ich will dich nicht zu laut weinen hören. Okay? Kleine Heulgeräusche aus dem Keller. Kann ich überhaupt nicht leiden. Seid gegrüßt, Gildengenosse. Guten Tag. Okay, sie wo geht ist... nicht oft aus, aber anscheinend... Du! Es wird langsam Zeit, dass sich jemand von der Kämpfergilde hier blicken Sorry. Lässt. Ich habe etwas Arbeit für euch. Ich brauche Koboldgalle für meine Studien. No! Was waren die Kobolde? Das sind keine Trolle. Okay, alles ist gut.
Dunkelfaust, what? Ich traue Ihnen einfach nicht. Recht hast du. Ich weiß, dass Sie zügig arbeiten. Ein wenig zu zügig, wenn ihr mich fragt. Ja. Einige Unternehmungen erfordern Zeit und Sorgfalt. Ja, was ist das? Ich benötige Koboldgalle für meine Studien. 10 Portionen, wow, um genau zu sein. Da ich die Kämpfergilde angeheuert habe, erwarte ich auch, dass es erledigt wird. Und bitte sorgfältig. Warum ihr könntet du so grimmig? In der Räubertalhöhle nach Koboldgalle suchen. Dieser Ort ist bekannt dafür, dass es dort Kobolde gibt. Hatte ich schon einen Kobold? Ich hatte doch diese Drecksdinger hier, oder? Okay, was? Braville? Vorzüge? Das Leben ist billig, anspruchslos, locker. Gut. Nachteile? Kulturell gesehen ein echtes Loch. Der Graf ist ein Clown und sein Sohn ist ein Skooma-Lutscher. Na gut, aber billig, ne? Haben wir gesagt. Okay, was ist mit dem? Ihr möchtet der Gilde beitreten? Tja, dann müsst ihr entweder... Okay, ne, möchten wir eh nicht. Dankeschön. Ich werde genau hier warten. Ja, überanstreng dich nicht. Beim Warten. Alrighty. Oh, wir haben diesen Ort noch nicht entdeckt. Okay, dann lasst uns zu der gefluteten Mine. Oh Gott, was waren die Kobolde schnell? Okay, wir hatten Goblins, sind für ein Popper. Trolle sind für ein Goblin. Für ein Goblin. Trolle sind für ein Goblin. Und Ogre sind für ein Popper. Ja, die heißen auch alle ähnlich gleich. Trolle, Goblins. Warum reite ich nicht mit dem Pferd? Ich weiß es nicht. Vielleicht will ich einfach einen Spaziergang machen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, YouTube? Dass ich einfach frische Luft schnappen möchte. Weg von all dieser Hektik. Oh, 10 Dinger muss ich hier. Habe ich davon überhaupt nichts? Sicher? Keine Ahnung, wo ich hier... Vielleicht hatte ich die noch gar nicht. Kobold. Galle. Das ist jetzt nicht gut, oder? Wir werden gleich sehen. Was ist denn? What? What's up? What's up? Wo ist das Problem, mein Freund? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Oh. Oh, Mama. Gib mir einen Dietrich. Okay, ich glaube, ich steige hoch auf 2 Händer. Ich glaube, ich steige um auf 2 Hand. Wo ist der andere? Ja. Oh, da brennt auch noch. Wow. Wow. Ja gut, er hat auch noch diese Feuergedöns hier. Kraft. Was natürlich schon mal... Ne? Ah, hier ist die Höhle. Zusätzlich sexy ist. Aber ich muss ihn dann immer wieder aufladen. Wenn ich mich auskennen würde, könnte ich es auch aufladen. Das ist sehr richtig. Ich habe das nicht mal in Skadim gemacht. So, hier rein. 10. Ach, Jesus Christ. Was ist hier los? Ach, ihr seid diese Dinger. Vorsicht! Okay. Jetzt geht er weg. Ach, Durchschnitt. Keine Zeit für sowas. Fühlst du mich in der Falle, mein Freund? Okay, ist ja gut, ist ja gut. Er ist gut, er ist ja tot. Ach, er... Das sind die Viecher, okay. Kobolde sind die Viecher. Oh, da hat jemand Feuer, hä? Da hat jemand Feuer. Unterm Hintern. Makelloser. What? Okay, gib mir das. Die nächsten. Die nächsten. Bitte. Und du? Das Pfeifgeräusch nervt ja ungemein. Könnt ihr nicht leiser Schmerzen ertragen? Das wäre super. Du
bisschen erledigt. Ein bisschen hier, ne? Ey, was sagt ihr? Soll ich umsteigen auf zwei Händer oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Mit dem Feuerding? Vielleicht ist das einfach wegen dem Feuer. Das ist noch zusätzlich sexy. Leider wird es gleich leer sein, richtig? 30 Benutzungen. Ja, Quantum, lad halt einfach auf. Du musst nur X und Y drücken und da bekommst du das. Und das ist überhaupt kein Problem. Dann hast du das aufgeladen und da bekommst du ganz viel. Ich weiß das doch alles nicht. Streitaxt der Bannung. Ich finde dieses Schwert hier aber absolut sexy jetzt. Oh, das ist nicht so langsam. Das finde ich jetzt nicht so langsam. 50 Parts stelle ich um auf zwei Hand. Finde ich auch nicht die beste Idee, oder? Meins! Wahnsinn, was ich mich in der letzten Höhle abgerackert habe und ihr... kotzt mich aber nur an. Habe ich genug eigentlich? Nicht, dass ich hier rausgehe und denke mir... Wo war denn das? 9! Du, mein Freund. I did it! I did it! Wir gehen hier trotzdem noch weiter. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. Komme ich hierher? Gehe ich gerade zurück? Warte, ich ging hier. Das verwirrt mich gerade, okay? Wartet einen Augenblick. Ich komme hier rein, richtig? 1000 Wege hier. Finde ich noch eine Truhe mit Gold? Eine Holztruhe. Okay, Skoma. Skooma. Werde ich sicher irgendjemanden bringen müssen mal. Hey, mein Freund, gib mir's auf. Boah. Ich weiß, wir nehmen sicherheitshalber. Alles mit, was wir bekommen. Ja. Verwende ich nie, aber dankeschön. Habe ich dich geplündert? Perfekt, mein Freund. Perfekt. Ich liebe gute Plünderungen. Oh, shit. Hört auf zu schießen! Voll daneben! Was ist das? Rechte Rüstung. Vorsicht! Oh, so viele Viecher hier. Also hier ver... Vielleicht sind die auch noch besonders anfällig gegen Feuer. Deswegen ist es hier so. Wie die... Ihr seid auf dem Boden so klein und... im Flug so groß. Das verwirrt mich komplett. Okay, hier geht's auch wieder irgendwo hin. Gold. Feuerschaden ist auch nicht schlecht, ne? Ich meine, habe ich ja. Ach, wohin denn? Jesus Christ. Noch weit in die Höhle rein. Hier gibt's noch einen Weg. Hier gibt's einen Weg. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe schon alles erledigt, aber... Okay, das hier führt eine Runde herum, oder was? Ich habe nur einen anderen Weg zurück. Ah, achso, jetzt bin ich hier unten. Okay. Wie, hier gibt es kein Geheimnis? Geheimnis? Doch, ich kann und ich... Meine armen Füße bringen mich hier unten um. Okay, jetzt bin ich aber auch wieder... ziemlich schnell dafür, dass ich eine schwere Rüstung anhabe. Haben wir gut trainiert. Und nix. Okay, die ist gesäubert. Wir haben alle die Galle präzise entfernt. Chirurgisch entfernt. Perfekt. Auch kein geheimes Geheimnis. Wunder.
Ich bringe ja fast den ganzen Weg. Muss ich jetzt wieder wirklich hier alles zurückgehen? Ich übersehe wahrscheinlich... Oh Gott. Immer irgendwie den geheimen Ausgang dann. Und ihr sagt, das haben wir dir schon 100 Mal gesagt. Du liest ja nie unsere Kommentare. Euer Motto war schon immer, warum gehen, wenn ich auch laufen kann? Oh, jetzt zahlen sich die vielen Stunden des Rennens und Schwimmens endlich aus. Ihr seid nun Geselle der Athletik. Euer Ausdauerverlust beim Rennen und Schwimmen beträgt nur noch 50% des Normalwerts. Oh! I like, I like. I like, I like. Ah! Ah! Oh mein Gott, mein Herz. Gott, was bist du für eine hässliche Brat? Oh Gott, ein Spriggy! Mach ich trotzdem Schaden? Mach ich trotzdem Schaden, auch wenn es nicht aufgeladen ist oder gar nicht dann? Shit! Die hat sich geheilt! Spriggy, wieso machst du sowas? Okay, 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 komm, komm, jetzt nicht drauf gehen, da! Hey! Nein! Spriggy! Ich flippe aus! Spriggy! Oh, shit! Okay, Spriggy. Natürlich, ich musste ja mal. Ich musste. Okay, ich habe 10 Dinger. Ich musste ja. Okay. Ich muss. Na ja, klar. Wo ging ich denn hin? Fuck, Spriggy. Okay. Folgendes Szenario. Ich kotze gerade ab. Wie kann ich eigentlich das aufladen? Dieses Schwert. Habe ich nicht irgendwas dabei? Ein allgemeiner Seelenstein. Ah, okay, ich klicke das an. Und klicke das an, okay. Dieser Seelenstein ist leer. Naja, ist hier gar nicht wahr. Achso, das war vom vorigen. Oder was? Okay, ich hab... ich kann eine Seele einfangen. Ich muss mich informieren, wie ich das Ding einfange. Ich glaube, ich habe das auch nie gemacht in Skyrim, von daher. Okay, wir haben wieder ein paar Benutzungen mehr für unser Baby. Hier war ja nichts. Ich glaube, ich werde mir das nicht von Spriggy gefallen lassen. Ah, shit, wo war denn Spriggy? Hier. F5, Baby. F5, Baby! Okay. Der Bär ist mir Wurst. Okay, das war dann... Okay, und jetzt zu dir. Spriggy, jetzt zu dir. Angriff aus dem Hinterhalt! Okay, ging ja. 8-3. Wie kann ich dieses Ding verstärken? Pfahl nehme ich gleich mit. Werde ich sicher für irgendwas brauchen. Okay. Wie kann ich diese... Wie kann ich hier 50.000 Aufladungen machen, YouTube? Gibt es einen Trick? Wie kann ich das verstärken? Das ist meine neue Lieblingswaffe. So viel Unterschied. Oh, hier ist aber... What?
unter Wasser laufen, man selbst. Oh, wow, 2000, Baby. Wenn ich das übersehen hätte, ihr werdet ausgeflippt, wenn ich hier nicht hochgegangen wäre, was? Wer braucht aber unter Wasser Atmung? Okay, naja, hin und wieder. Wenn ich irgendwo runtertauchen muss. Richtig? Unter Wasser laufen an selbst. Ich habe hier, was habe ich denn jetzt für eine Halskette an? Ich habe einen Ring. Herz der Grausamkeit, oder? Willenskraft und Stärke. Unter Wasser laufen. Das bedeutet doch, dass ich nie ertrinken werde, richtig? Muss doch sein. Gib mir außerdem... Ja, genau, das wollte... Davon habe ich gerade geredet. 50% ist Normalwert, wenig Ausdauer. Wunderbar. Dann wechsle ich einfach, richtig? Ist es jetzt nicht so, dass ich dann unter Wasser laufen? Ne? Doch super. Richtig? Ja, ich danke schon. Ja, es ist absolut hervorragend. Absolut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für den Applaus. Niemand applaudiert? Wo muss ich denn hin? Verdammt nochmal, wie komme ich denn hier wieder raus? What? Ich habe ich... übersehen. Wie viel Gewicht habe ich denn? Okay, 40. Kann ich irgendwas mitnehmen zum Verkaufen? Kann ich. Dachte, ich habe vielleicht was übersehen, okay? Eine Truhe habe ich ja anscheinend übersehen. Hallen. Okay. Perfekt. Bitte der Durchschnitt. Auf die 10 Gold verzichte ich. Ah, we did it! Und ich habe was gefunden. Was ich ja sowieso unglaublich finde. Das ist sexy. Am liebsten würde ich... Seid gegrüßt. Hi. Kommt näher und ich werde euch an den jüngsten Neuigkeiten teilhaben lassen. Denn jemand hat wie der dunkle Bruder eine Angehörige des Kaiservolks namens Avresa aufsuchen. Sie bedient sich unserer und wir dienen ihr nur zu gern. Euer Sprecher sollte nach dieser Person in den Sümpfen nördlich der Stadt Archon suchen. In Schwarzmarsch, der Heimat der Argonier. Okay, okay. Geht nun, werter Zuhörer. Überbringt diese Nachricht an euren Sprecher. Hier ist nichts passiert. Aus der Wille Sitis geschehe. Absolut. Wir grüßen euch, fürchterlicher Vater. Ja, ja, ist klar. 200 Gold, Baby. Steigt das irgendwann mal? 1000 Gold die Woche? Das wäre super. Ich meine, eigentlich, meine Zeit ist kostbar, also. Wollte ich nur erwähnt haben. Itarienus. Ah, Jesus Christ, hau ab. Seht euch vor. Und? Habt ihr schon Koboldgalle für... Ja, natürlich. Oh, ihr habt es. Ich bin der Beste. Und es sieht frisch aus. Ich weiß, ihr werdet von eurem Vorgesetzten bezahlt, aber nehmt auch dies an. Gut. Vielleicht könnt ihr es bei eurer Arbeit gebrauchen. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Shieldring. Shieldring. Okay. Das klingt gut. Nächstes Mal seid ihr bitte pünktlich. What? So. Ein Shieldring. What is this? Schild 18% an selbst. Wie viele Ringe kann ich eigentlich tragen? Okay. Ich habe einen Ring. Ich habe doch 10 Finger. 2 Ringe anscheinend, oder? Ich habe jetzt... Das hatte ich. Das ist doch gut, oder? Das sind ordentliche Belohnungen, finde ich.
Oh, das Licht ist auch nicht schlecht für YouTube. Okay, aber... Seid gegrüßt, Bretone. Servus. Nachrichtenbürger. Ah, es ist doch hell, oder? Wir haben doch ein bisschen Licht. Kann ich drauf verzichten? Ich denke schon, dass ich drauf verzichten will. Okay, wir holen uns jetzt hier noch die Belohnung ab für diesen Part. Perfekt, perfekt. Das war eine erfolgreiche Jagd. Eine erfolgreiche Jagd. What? Wo ist denn der Typ jetzt? Wo treibt der sich wieder rum? Wo ist er denn? Schläft er? Oh, der ist zu Hause, oder was? Es ist schon wieder so spät. Da muss er eben aufstehen, der Typ. Ich hätte einfach warten sollen, richtig? Okay, wisst ihr mal, wir gehen zurück zur... Ich hätte dort warten sollen. Es tut mir leid. I'm sorry. Okay. Ja, ja, solange niemand zu Schaden kommt. Gib mir, Baby. Was ist los? Nix. Was wollt ihr? Ja, was tue ich denn, du Depp? Ich kann nicht glauben, dass wir noch einen an diese Bande verloren haben. Ihr habt den Auftrag aber gut zu Ende gebracht. Wir können es uns heutzutage nicht leisten, auch nur einen zu verlieren. Okay. Hier ist euer Lohn für die Erledigung des Auftrags. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns über die Dunkelforstrotte unterhalten. Soll ich sie alle töten? Quest beendet. Wunderbar. Gib mir Money. 300 Gold ist okay. Sie waren nicht immer eine Bedrohung. Sie boten Söldnerdienste im kleinen Stil an, bis Risa K. die Führung übernahm. Dann kamen die dicken Aufträge vom Kaiser. Nach einer Mission in Schwarzmarsch haben sie sich in Leia Vin eingenistet. Rücksichtsloser als je zuvor. Das muss untersucht werden. Zuerst müsst ihr jedoch etwas im Rang aufsteigen. Eure Leistungen im Dienst der Gilde sind nicht unbemerkt geblieben. Von nun an tragt ihr den Titel eines Verteidigers. Tragt ihn mit Stolz. Yay! Ich habe etwas für euch, aber wir sollten nicht hier darüber sprechen. Ich will, dass ihr nach Sonnenuntergang zu meinem Haus kommt. Dann reden wir weiter. Ja, ist das ein Angebot, Kumpel? Wir reden später. Später. Ich hab doch gar nichts... Was nix ist! Okay, wir treffen uns mit Sonnenuntergang mit ihm. Zu einem romantischen Date. Wer weiß, was der Typ vorhat. Muss ich alle töten von der Dunkelfrost? Oh Gott, kann ich mit Magier anfangen? Nein, Magier kommt zum Schluss. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!